Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kersten Mügge und wie angekündigt geht es auch in dieser Folge weiter aus dem Hause Steinheuers Restaurant zur Alten Post an der A. Und nachdem wir in der letzten Folge ja im Grunde die Elterngeneration von meinen jetzigen Gästen zu Gast waren, begrüße ich jetzt Desiree Steinheuer und Christian Binder, der jetzt hier als Küchenchef wirkt. Hallo. Hallo. Ja, wie ist denn aktuell der Stand überhaupt, was die Übernahme des Betriebs angeht, en Detail? Sie treten ja hier insgesamt immer noch im Viererpack sozusagen für die Gäste auf. Aber fragt man sich wahrscheinlich, wie sieht es hinter den Kulissen aus? Ja, also wir haben ganz viele Freiheiten von meinen Eltern. Ich darf mich zum Beispiel, also wir machen eine Arbeitsteilung, kann man ganz klar so sagen. Meine Mutter kümmert sich eben hauptsächlich ums Guest Relation. Ich kümmere mich um die Rezeption und um die Weinkarte. Natürlich aber immer alles in Absprache und in Zusammenarbeit. Wir haben einen fließenden Übergang, würde ich sagen, von meinen Eltern zu uns. Im Moment betreue ich ja auch noch zu 50% meine kleine Tochter mit 2 Jahren. Dementsprechend ist im Moment so ein, in der Übergabe so ein gewisser Stillstand. Das wird aber jetzt bald weitergehen. Meine Eltern sind noch sehr jung. Und dementsprechend wird es irgendwann dann in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich zu einem Übergang an uns gehen. Ja, Herr Winter, wie ist es bei Ihnen in der Küche? Ja, das ist so, dass mein Schwiegervater schon noch jeden Tag in der Küche steht. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass er sich da in irgendeiner Form in den letzten Jahren zurückgenommen hat. Also es gab schon bessere Zeiten für ihn, wo er weniger kochen musste, sage ich mal. Aber inzwischen ist das schon wieder so. Und dadurch ist halt natürlich auch, wie überall in Deutschland, Mitarbeiter fehlen. Mhm. Ne? So, dass er da wirklich tagtäglich in der Küche steht und für den Landgasthof tatsächlich jeden Tag kocht. Ne? Man, ja, persönlich kocht. Persönlich, ja. Und, das heißt, Sie konzentrieren sich auf das Gourmet-Restaurant, ja, genau, und er dann auf die Stuben. Genau, so funktioniert das. Die Karten schreiben wir so gemeinsam. Oder er zum größten halt, also es ist tatsächlich auch so, dass ich dann wirklich eher die Karten fürs Restaurant schreibe und mit ihm dann bespreche und umgedreht. Er die Landgasthofkarte schreibt und dann nochmal kurz drüber spricht, was vielleicht anders gemacht werden könnte. Wem von den beiden fällt es leichter, Aufgaben abzugeben? Ich glaube, beide haben ihr Aufgabengebiet, ja, und daran halten sie sich. Manchmal hing das an der Kommunikation, aber das ist, glaube ich, überall so. Aber im Prinzip hat jeder seine Aufgaben und die sind, ja, die sind, ohne darüber zu sprechen, aufgeteilt. Und was ich halt schön finde, ist, dass sie beide gegenseitig insofern sich überprüfen in der Kartenfindung, zu sagen, wir machen es auch ganz oft also so, dass... Vater und mein Mann, wir machen es auch ganz oft so, dass... ich mit Christian oder Christian und ich, wir sitzen irgendwo und überlegen über Kartendetails oder über neue Gerichte. Und dann ist es ganz oft auch so, dass wir sagen, ach komm, wir rufen mal schnell den Papa an und der hat bestimmt noch eine Idee dazu. Mhm. Und dann ist das eben eine Bereicherung einfach. Und so ist es eben auch mit meiner Mutter. Wenn wir neue Weine auf die Karte nehmen, hat sie immer auch noch eine gute Idee, einfach aus der Erfahrung heraus zu sagen, aber schau mal, das wäre doch was, sollen wir das nicht mal diesen Weg gehen? Das ist immer ganz spannend, wie man sich da gegenseitig im positivsten Sinne beeinflussen kann. Ist vielleicht auch im Weinbereich einfacher, weil ich sag mal, im Zweifel eine Position mehr auf der Karte ist kein Problem, das Menü ist irgendwann mal voll. Ja. Das Menü ist irgendwann voll, das ist richtig, ja. Also, ja, das ist so. Ja, aber es geht ja eigentlich eher um Bestandteile im Menü. Wenn du einen Kalbsbries machst und er dann damals gesagt hat, mach doch ein bisschen Kalbskopf noch dazu und du deinen Kalbskopfchip noch dazu gemacht hast oder so, hatte ich jetzt gedacht. Was ist denn der Vorteil, wenn man so einen gut positionierten Familienbetrieb übernimmt und was sind die Probleme? Also Sachen, mit denen man einfach umgehen können muss. Ja, die Erwartungshaltung ist natürlich immens. Von den Gästen. Ne? Von den Gästen. Na gut, die freuen sich schon und sehen, dass sich auch einiges verändert hat. Insbesondere auch, wenn man aufs Gemüse schaut, ne? oder auch die Soßen, die sind vielleicht nicht mehr ganz so schwer, sondern etwas dünner, etwas leichter. Aber die Erwartungshaltung auch von den Kollegen, ne? wenn die hierher kommen oder auch die Tester, die erwarten hier schon einiges. Ne? Letztes Jahr, muss man sagen, haben wir einen Punkt verloren. Es gab auch
ein Wechsel von diesem Verein wurde von einem anderen Verlag übernommen. Also vom Gummi-USG-Reha. Ja, genau. Ja. Und da hatten wir lange Zeit sehr, sehr gute Bewertungen. Jetzt hat der Chefredakteur halt gesagt, ihm hat irgendetwas. Ja, da weiß man gar nicht, ob das jetzt an ihm liegt sozusagen oder einfach an der anderen Linie, die da jetzt gefahren wird. Ne? Das weiß man halt nicht. Nicht schlecht. Nicht unsere Gäste sagen, es ist sensationell, die sind sehr begeistert. Ich kann das nicht nachvollziehen, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall, glaube ich, auch das Feedback gestern bei uns in der Runde. Das war wirklich überwiegend, also nicht überwiegend, sondern war über die Maßen positiv, möchte ich sagen. Es war wirklich sehr, 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 sehr schön. Also die Frage war ja eigentlich, was ist gut? Sie sagen, die Erwartungen der Gäste, das ist sicherlich ein Ding, womit man umgehen muss. Ja. Aber ein Vorteil ist natürlich, der Name wirkt ja auch erstmal für Qualität. Ja, genau. Und man muss eben nichts neu aufbauen, weil wir haben ein ganz großes Stammgastklientel. Also ich würde sagen, 80% hier sind Stammgäste und die kommen immer wieder. Natürlich ist die Erwartungshaltung der Stammgäste halt, ne, es muss immer noch nach Steinheuer schmecken. Ja. Natürlich kann es moderner sein, natürlich kann es gewisse Dinge anders sein, aber es muss die Linie erhalten werden. Das ist natürlich auch so ein Ding, wenn man neu was aufgemacht hat, ne, da kann man halt sein Ding machen. Aber die Frage ist halt immer, was möchte man oder worauf will man hinaus? Und wir sind eigentlich sehr froh, dass wir eben hier mit unseren, also mit der älteren Generation oder der Elterngeneration einfach noch viel lernen können und eben langsam reinrutschen in die neue Situation. Das ist sicherlich im Service auch leichter, ne? Weil die Gäste nehmen da eine Veränderung. Da gibt es ja immer mal personelle Veränderungen, weil einfach neue Mitarbeiter kommen, andere gehen, da ist mal ein neuer Sommelier oder dieses, das gehört irgendwo dazu. Aber es gibt zwei Stammgesichter eben. Aber beim Küchenstil, der formiert sich halt über Jahre. Und da ist die Frage, hatte ich eigentlich für später vorgesehen, aber ich stelle sie jetzt, weil sie gerade passt. Stammgäste sind natürlich gut, aber können auch bremsen, weil die sagen, ich möchte am liebsten, dass sich gar nichts verändert. Das ist Lust und Last so ein bisschen. Ne? Ich glaube, wir verändern uns immer langsam weiter. Ich glaube, die Gäste, die akzeptieren das auch und die sehen das auch und die haben da vor allen Dingen auch Spaß dran. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie auf irgendetwas pochen würden. Die freuen sich, dass sich was verändert und darum kommen sie auch immer wieder. Ja, die Küche war ja vorher auch schon bei ihrem Schwiegervater nicht oldschool, aber klassisch. Und das ist natürlich was anderes. Genau. Also die hat sich ja auch nicht der Moderne, hat die Moderne ja auch mitangenommen oder mit angenommen. Genau. Wir sind nicht Paul Bocuse, der 50 Jahre dasselbe kocht, sondern wir kochen schon eher klassisch, aber wir nehmen auch die Einflüsse des Neuen an und auch wahr. Ne? Das ist einfach so. Ja, Herr Binder, ich habe gelesen in Ihrem Kochbuch oder in dem gemeinsamen Kochbuch mit Ihrem Schwiegervater, dass das gar nicht so selbstverständlich gewesen ist, dass Sie Koch geworden sind. Was war da los? Oder wie ist dann, obwohl Sie ja, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Schule schon in dem Bereich so ein bisschen was gemacht haben, aber es hat dann noch eine gewisse Überlegungszeit erfordert. Ja, das ist richtig. Wie war das genau? Keine Ahnung, ich bin ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe da vielleicht komisch überlegt oder komisch gedacht oder es war so, dass ich gedacht habe, ich könnte nicht etwas kochen, wofür Gäste Geld bezahlen. So mit 14, 15, 16 habe ich gedacht, du kannst da nicht irgendwie Essen kochen und dann wird das verkauft und die Leute zahlen für Geld. So waren meine Überlegungen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ne? Aus der Ferne blickt man darauf zurück und denkt sich, hä? Aber nichtsdestotrotz wollte ich das schon lange, lange Zeit. Und ich glaube, mit 14 war ich auch beim sehr guten Freund meines Vaters in den Sommerferien und er meinte, Christian, mach das nicht, werd nicht Koch. Der soziale Aspekt brannte ihn auf. Die klassische Warnung. Ja, genau so. Du wirst deine Freunde verlieren, deine Familie, landest unter der Brücke oder so. Die meisten Leute, die unter der Brücke sind, kommen aus der Gastronomie. So Dinge, ne? So ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz hat das dann etwas länger gedauert, um mich wirklich dann dazu zu begeistern, das dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und die Ausbildung war dann in einem Betrieb, den man heute nicht mehr besuchen kann, weil es ihn nicht mehr gibt, aber der heute noch bei vielen Gourmets, die schon ein paar Jahre dabei sind, immer noch als eines der avantgardistischsten Restaurants zumindest der 2000er Jahre im Gedanken ist. Das ist das Margot in Berlin gewesen, was ja damals, was Gemüse anging, ja, auf jeden Fall das auf ein neues Level gehoben hat.
ich glaube auf jeden Fall, dass das, was Michael Hoffmann da damals gemacht hat, wenn er heute noch da wäre, dann wäre das ein Drei-Sterne-Restaurant wahrscheinlich. Ne, weil das einfach, das war so weit gedacht, alles, was jetzt in den letzten 5 Jahren kam, das war vor 10 Jahren schon im Margot. Hm. Ja, das Fermentieren, das Einlegen, dieses Haltbarmachen, diese kurzen Wege, der hatte in Potsdam seinen Garten, dann fingen die alle irgendwie an. Ne? Der Bühner hatte dann auf einmal einen Garten, der Johannes King hatte einen Garten, alle hatten auf einmal einen Garten, aber der Hoffmann, der hat mit der ganzen Geschichte angefangen. Ich war auch beim Nils. Henkel, genau. Das war ja auch in der Zeit, als er umgestellt hat auf das Pure Nature Konzept, wo es ja auch Gemüse eine besondere Rolle hatte. Genau. Und da gab es auch einen kleinen Garten und er hatte dann auch ein gutes Netzwerk für seine Produzenten. Aber das, was mit Margot schon 5 bis 8 Jahre vorher passiert war, das gab es in der Form da damals noch nicht. Der Nils Henkel entwickelte sich langsam dahin und wird auch zu Recht dafür sehr gefeiert. An dieser Stelle fehlen leider einige Momente der Aufnahme, weil die Speicherkarte voll war. Christian Binder hat noch etwas über seine Zeit im Margot und ja die damals avantgardistische Gemüseküche von Michael Hoffmann gesprochen. Und so ging das Gespräch dann weiter. Die Frage war ja, ob es für Sie eine Alternative gab zur Gastronomie? Genau, ich habe eigentlich mit 15 gedacht, ich würde weder Hepping wiedersehen, noch würde ich hier in der Gastronomie landen und hatte eigentlich ein Praktikum gemacht in einer Marketingagentur. Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich mir halt überlegt, so schlimm ist es doch nicht mit den Feiertagen und Sonntagen arbeiten und was macht man überhaupt mit seiner freien Zeit und habe mich dann doch entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Habe dann aber nach der Ausbildung nochmal gedacht, ach Service, muss das sein? Und habe 3 Jahre Rezeption gemacht und danach eben Hotelfachschule. Bei der Hotelfachschule habe ich halt gemerkt, dass mir der Service doch fehlt und habe dann die Sommelier-Ausbildung noch dran gehangen und bin dann doch wieder in der Gastronomie beziehungsweise im Service gelandet und da auch mittlerweile sehr, sehr glücklich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was anderes zu machen. Natürlich genieße ich es, dass ich so ein bisschen Allrounder hier bin, dass ich alles machen kann, von der Buchhaltung über eben die Reservierung, über das Restaurant und die Weinkarte und natürlich den Weinkeller, den ich pflegen darf. Aber im Großen und Ganzen braucht man die Bühne. Und kennengelernt haben Sie sich ja hier im Betrieb. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Ich war gerade in meiner Sommelier-Ausbildung, derweil bei meinen Eltern gearbeitet, weil ich mich nicht groß verpflichten wollte. War auf dem Weg nach Shanghai, um dort in Shanghai zu arbeiten, weil das so eine Jugendspinnerei war oder ein Jugendtraum. Und Christian hat sich dann dafür auch begeistern können. Und dann sind wir zusammen nach Shanghai und dann nach London. Genau, das wollte ich gerade. Sie haben das jetzt, der Impuls ging dann von Ihnen aus, ja. Was Shanghai angeht, ja. Zu einem deutschen Koch, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Ne? Und der jetzt gerade den dritten Stern bekommen hat, genau. Jetzt vor ein paar Wochen, ja. Wo wir das aufzeichnen, wenn es ausgefindet sozusagen und er ist, dann ist es ein paar Monate her. Aber warum ausgerechnet dahin? Weil ich habe jetzt gedacht, für ein Sommelier, es ist ja keine Weinregion, Shanghai. Überhaupt nicht. Ich habe mich halt, ich wollte meinen Jugendtraum erfüllen. Ich war als 18-Jährige war ich 2 Wochen in Shanghai und das war für mich so die beste Zeit des Lebens bis dahin und die Freiheit und weit weg und Ausland und jeder erzählte, du musst ins Ausland, dann wollte ich aber, Amerika ist zu schwer hinzukommen und Shanghai war wegen Arbeitserlaubnis. Arbeitserlaubnis und entweder braucht man eine Arbeitserlaubnis oder man braucht ein Visum. Dementsprechend war das alles nicht so easy und dann hatte ich Freunde in Shanghai, die gesagt haben, ja, dann komm doch zu uns und dementsprechend hat sich das wirklich sehr gut ergeben mit Shanghai. Dann haben wir Stefan Stiller, die kannten Stefan Stiller, dann haben wir bei Stefan Stiller eben angefangen zu arbeiten, haben aber schnell gemerkt, wie gesagt, es ist keine Weinregion, es ist da eine andere Mentalität, es ist zu der Zeit lange noch nicht so international gewesen, wie es jetzt ist. Und wir haben einen gehobenen Service dort gemacht und auch eine gehobene Küche dort gekocht. Aber wir haben für uns kein Weiterentwicklungspotenzial gesehen. Und Sie sind mit? Ich bin mit, ja. Ich hatte eigentlich, ehrlich zu sein, hatte ich, bevor ich überhaupt zu Steinhaus gegangen bin, schon beim Sven Elverfeld angefragt nach einer Stelle und hatte auch ein Gespräch. Mhm. Und eigentlich hätte ich nur noch mal hingemusst und zu dieser Human Resources da am Ritz. Und und dann kam Desiree und dann habe ich mich da auch nie wieder gemeldet. Gab's dabei. Liegt da noch offen, die Unterlagen? Sind da noch unbeantwortet.
Auslandserfahrung London, Shanghai. Was nützt einem das an der A? Ich sag mal, das ist eine ganz andere Erfahrung in diesen großen Städten. Ne? Also und auch die Arbeitsweise in anderen Restaurants. Es geht gar nicht um große Städte oder was auch immer. Mhm. Es geht immer um die Restaurants. Und wenn man bereit ist zu leiden, was man in London fast jedem Sternerestaurant muss, das lernt man dort. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland einige Küchen, wo man das früher auf jeden Fall gelernt hat. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wie ist das mit dem Service? Das sind ja ganz andere. Sie haben gerade gesagt, in Shanghai damals war das Publikum noch nicht so international. Gut, in London ist es schon immer international gewesen. Großartig, ja. Was nimmt man da, zieht man damit raus? Wissen Sie, ich habe noch nie so viel, also wir haben jeden Tag ein Petrus verkauft. Mhm. Ja, wir haben jeden, also Dompi, ja, mhm, lief da jeden Tag zwei Flaschen. Wir haben alles verkauft. Es war auch egal, was es gekostet hat. Man hat einfach nur empfohlen und es wurde zugesagt. Man hat natürlich, was mir natürlich immer noch hilft, ist, man hat keine Sprachbarriere. Also wenn man mal ein Jahr oder eineinhalb in England gelebt hat, wenn hier ein englischer Gast reinkommt, dann gehe ich einfach nur hin, habe die Karte im Kopf auf Englisch für mich übersetzt und kann die Kommunikation komplett in Englisch machen. Man muss nicht so dieses Umswitchen, was wenn man normalerweise kennt, wenn man nicht so häufig Englisch spricht, dann braucht man irgendwie einen Tag, wenn man vor Ort ist, um sich einzugewöhnen, das entfällt dann. Und für die Gäste ist es einfach ein Wohlfühlen, wenn man genau weiß, okay, da ist jemand, der hat es nicht nur in der Schule gelernt, sondern der spricht einfach sehr gut und mit dem kann ich einfach so kommunizieren und eben auch ein Gespräch aufbauen. Das war für mich halt auch einfach wichtig, eine andere Sprache oder Englisch für mich als, ja, nicht Muttersprache, aber für, also im sprachlichen Umgang einfach zu sprechen. Ja, dann sind Sie hier zurückgekommen mit dem festen Willen, das weiter zu betreiben. War das dann, als Sie nach Lehrbach, nach der Zeit in Lehrbach... Das war ja anders. Ne? Wir sind ja, Lehrbach hat ja dann zugemacht, das muss genau, man ja auch das, sagen. Genau, wir haben ja quasi zur Weihnachtsfeier hier in Heppingen am zweiten Dienstag im Dezember haben wir gekriegt, wir werden zum 31.12. schließen. Wir wollten eigentlich gar nicht hingehen zu der Personalversammlung, haben gedacht, oh, am freien Tag, jetzt haben sie uns schon den Sonntag genommen, der fester freier Tag war. Dann wurde Montag, Dienstag der feste freie Tag und dann war das eben noch der Dienstag, wo wir frei hatten, haben gedacht, ach, sollen wir da überhaupt hingehen? Personalversammlung einen Tag vorher einberaumt. Was wollen die denn jetzt alle von uns? Mhm. Und sind dann hingefahren und waren dann zuerst mal, wir haben nur gesehen, dass Nils Henkel geknickt und einfach nicht ansprechbar war und alle anderen liefen auch mit gesenktem Kopf und wir haben gedacht, okay, hier passiert gerade was ganz Schlimmes. Mhm. Und dann sind wir dorthin und haben uns das eine Stunde angehört und wussten dann, okay, Hier geht's nicht weiter, ne? Hier ist jetzt die Endstation. In zwei Wochen ist das vorbei oder in drei. Und dann sind wir hier hingefahren. Wie gesagt, zur Weihnachtsfeier, zu der wir eingeladen waren an unserem freien Tag. Und auf der Fahrt hierhin, ich weiß es noch wie jetzt, sagt mein Mann noch zu mir, Desiree, du glaubst doch nicht, dass ich hingehe, oder? Also ich gehe überall hin, nur nicht hierhin. Also Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und ich so, ja, Christian, wir werden jetzt eine Möglichkeit finden. Lassen wir es zuerst mal sacken und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Wir haben halt auch gesagt, wir sind beide über 30 zu dem Zeitpunkt gewesen. Wo investieren wir die nächsten 5 Jahre? Mhm. Und wie investieren wir sie? Und dann sind wir, glaube ich, hier hoch ins Büro, haben meinen Eltern erzählt, was passiert ist. Und jetzt kommst du. Irgendwie hat Papa dich überzeugt. Also ich weiß nicht mehr, wie das gelaufen ist, um ehrlich zu sein. War Alkohol im Spiel? Nein, überhaupt nicht. Nein. Er saß mit meinem Vater, weiß ich noch, im Büro. Und nach einer Stunde kam er wieder raus aus dem Büro und sagte, ja, Desiree, wir machen das hier. Und ich so, wir haben noch gar nichts gesprochen. Nee, ich habe mir das jetzt überlegt, ich habe mit deinem Vater besprochen und wir fangen hier jetzt an. Und ich so, ja, gut. Deine Entscheidung. Für mich ist das zu Hause, für dich ist das lebenslänglich. Und so sind wir dann im April hier gestartet, 2015. Mhm.
Sie haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Sie den Aspekt Gemüse in Ihrer beruflichen Karriere an zwei entscheidenden Stationen in der Ausbildung und bei Nils Henkel stark im Mittelpunkt standen, wie es jetzt bei Markus Waring ist, weiß ich gar nicht, und in Shanghai erst recht nicht, aber ich glaube nicht, dass das da so eine Riesenrolle spielt. Ja. Das war auch gestern mein Eindruck von dem Menü. Ich versuche mal auf ein Gericht exemplarisch einzugehen, weil das manchmal mehr vermittelt, was die Stilistik ist, als wenn wir das so allgemein in diesen Floskeln drin haben. Für mich kam das am stärksten zur Geltung bei dem Kaisergranat mit den Möhren und den Pistazien, ja. Weil da wirklich der feine Kaisergranat zu schmecken ist und die Möhre auf einer Ebene, würde ich sagen, ja. Und gleichzeitig Möhren ja manchmal so ins Süßliche tendieren und so leicht breiig werden, was da aber überhaupt nicht der Fall war. Es war mehr eher so eine Richtung Kürbis, würde ich mal so denken. So, wenn man, von der Textur und auch ein bisschen Säure ist ja auch im Gericht gewesen. Ja. Also man hat so ein bisschen, und die dann von der Pistazie auch die Stoffe, der Geschmack auch so ein bisschen an Kürbiskern erinnert. Also wenn man es mir nicht gesagt hätte, hätte ich gedacht, das könnte auch Kürbis sein. Ja, ich hatte vorgestern auch einen Gast, der hat gesagt, das war Kürbis. Ja. Ja, aber was haben Sie mit der Knackigkeit? Ja, genau. Ja. Was haben Sie mit der Möhre gemacht, dass die so schmeckt? Ja, die Möhre, die wird einfach geschält, alle auf eine Größe geschnitten und dann werden die dünn aufgehobelt, dann komplett getrocknet, wirklich bei 100 Grad, bis sie wirklich richtig trocken sind, wie Chips eigentlich schon. Mhm. Und dann werden alle Abschnitte entsaftet und dann wird dieser Saft eingekocht. Und dieser Saft ist halt nicht so süß. Ne? So gekaufter Saft, der ist manchmal mit Zucker zugesetzt. Ja. Dadurch bekommt das Ganze auch eine ganz, ganz andere Süße. Und durch diesen nicht gekauften Saft, sondern nur durch diese Abschnitte, diesen puren Karottensaft, gibt es so eine Salzigkeit, so einen ganz anderen Schmelz und einen ganz anderen Geschmack. Ja. Und die Pistazie spielt welche Rolle? Ja, die bringt halt diese Nussigkeit mit in das Gericht noch. Ne? Die Karotte, die braucht noch immer einen Partner. Ich hatte auch schon mal ein Gericht mit krüde Kakao, mit so Kakaobohnensplittern. Man braucht immer eine. Ich finde, Karotte braucht etwas Nussiges. Und es ist nicht eine süßliche Nussigkeit, sondern eher so ein bisschen eine herbe, würde ich sagen. Und es ist Pistazie als Ganzes oder halb, auf jeden Fall als Stück. Als Stück, ja. Und ein bisschen Öl ist, glaube ich, auch noch. Ne? Das Creme, Öl und Stücke, genau. Man braucht, dieses Püree ist ja, die Creme oder das Püree ist immer unten drunter, das nimmt man schon mal mit dem Löffel mit oder mit der Gabel, aber das Öl, mit diesem Öl bekommt jeder Teil auf dem Teller etwas ab. Ne? So sehe ich das einfach, da immer etwas Öl noch oben drüber, dass jeder Bestandteil des Gerichts auch diesen Pistaziengeschmack bekommt. Und man hat das Gefühl, trotzdem, der feine Kaisergranat wird überhaupt nicht von den ja durchaus nicht unkräftigen Aromen überlagert, sondern der kommt auch voll zur Geltung, wie es sich für einen klassisch angehauchten Stil auch gehört eigentlich, dass man das Hauptprodukt auch gut schmecken kann. Ja, sicherlich das Wichtigste ist natürlich immer das Grundprodukt. Ne? So ein Kaisergranat, das muss halt zum einen eine optimale Qualität haben. Dementsprechend kann sich auch so ein Kaisergranat gegen Karotte und Pistazie durchsetzen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch eine Kaisergranatsoße dazu, ne, die auch nochmal dieses würzige Krustentier spielt und unterstützt. Mhm. Solche Gerichte, die so sind, wie leicht oder wie schwierig sind die mit Weinen zu begleiten? Ja, das Gericht war eigentlich, also ich hoffe, das Matching hat Ihnen gefallen mit dem Riesling. Ja. Aber das sind so Gerichte, wo man hingeht und sagt, ah, das ist ein Riesling-Gericht. Also für mich auf jeden Fall. Sie haben diese Extraktsüße, also wir hatten gestern ja das große Gewächs. Von Silicon. Von Silicon, genau. Sie haben zum einen die Säure. War sehr jung dazu, fand ich so ein bisschen. Ja, okay, war Ihnen zu jung, in Ordnung. Aber das ist jetzt mein persönliches Geschmacksempfinden, was bei diesen Saar-Sachen mag jemand ein bisschen reifer. Ja, aber, ich verstehe das. Ich habe gestern, muss ich ehrlich sagen, habe ich eher an den Mainstream gedacht. Ja. Wenn es für mich gewesen wäre, ich trinke auch lieber alte Rieslinge, ja. Dann würde ich auch ein 2-10er-Riesling oder sowas dazu kombinieren. Aber man muss eben auch die
Ja, die Gäste im Restaurant alle mitnehmen. Ich wollte jetzt auch eher allgemein fragen, die Stilistik, wie sie ihr Mann jetzt ausgearbeitet und entwickelt hat, wie leicht oder wie schwer ist die für eine Weinbegleitung? Es ist teilweise schon herausfordernd. Ich gehe auch manchmal, lese ich die Karte und das, was auf dem Teller ist, ist anders als in meiner Vorstellung. Und dann läuft man halt nochmal zurück in den Keller und sagt, ah, okay, das meintest du. Aber im Großen und Ganzen spielt immer die Harmonie der Aromen einfach eine Rolle und dementsprechend kann man immer an so Kleinigkeiten eben festmachen, welcher Wein eben gut dazu passt. Aber wie gesagt, wir probieren alles und manchmal ist auch der Partner, der ungewöhnliche Partner eben der, den wir dann wählen. Sie sind ja hier in der Weinregion und das Haus ist ja auch mit der Region extrem verwurzelt. Die Beziehungen zu Weingütern besteht auch schon lange von ihrem Vater oder von ihren Eltern auch gepflegt. Ja. Wie haben Sie sich das vorgenommen, das weiterzuentwickeln? Ja, also wir sind natürlich in der Weinregion, wir sind in der Rotweinregion. Dementsprechend ist es für mich teilweise schwierig, das in der Weinbegleitung auch so umzusetzen, wie ich das gerne spielen würde. Ich freue mich sehr, dass die Winzer hier an der A auch sich auf den Weißwein, den von vielen Gästen eben bevorzugten Weißwein konzentrieren, so ein bisschen, ob es jetzt ein Blanc de Noir ist, der aber dann nicht der Blanc de Noir ist, der einfach nur als Saftabzug ein leichter Spielgefährte ist, sondern eben auch Blanc de Noir von alten Reben und eben auch einen Weißburgunder machen, der eben ins Holz kann und das auch verträgt, wie bei Näkels zum Beispiel oder wie bei Stoddens ein Riesling, der im Barrique war. Und das kann man auch wunderbar dann einfach in der Weinbegleitung mit einbeziehen. Aber Sie würden das Restaurant schon so ein Schaufenster auch für die Weine der A sehen? Auf jeden Fall. Wir haben eine sehr große, denke ich, A-Weinkarte und haben viele Betriebe aufgenommen hier von der A. Natürlich immer nur die Spitzenbetriebe hier von der A aufgenommen und ja, versuchen hier einfach auch die A zu präsentieren. Natürlich jetzt nach den Ereignissen im Juli sind wir natürlich sozusagen die Schatzkammer der A, weil es nicht mehr viel Schatzkammer gibt, worauf wir natürlich auch sehr stolz sind, beziehungsweise was wir eben schön finden, noch präsentieren zu können. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist ja hier nochmal neben Corona der zweite Einschlag, der zweite Einschnitt, die Folgen des Hochwassers, die ja sicherlich auch die Ferienregionen noch lange betreffen werden. Und wir kommen gleich zum Ende. Das ist schon sozusagen die Schlussfrage. Wie gehen Sie jetzt mit der ganzen Sache um? Sie müssen ja in die Zukunft gucken, auch für den Betrieb letztendlich. Ja. Einfach voran, oder? Ja, es gibt nur einen Weg, der geht nach vorne. Ja, so sehe ich das auch. Ne? Es ist einfach, das größte Problem auch in der Zukunft, auch hier in der A, wird sein, dass wir Mitarbeiter halten und finden können. Ja, das ist, glaube ich, das größte Thema, nicht nur in der Gastronomie, in jedem Handwerksberuf. Genau. Es gibt nämlich meines Erachtens ist dafür die Politik verantwortlich. Und zwar haben die vor über 10 Jahren einfach mal den Magister an der Uni abgeschafft und einen Bachelor und Master umgewandelt. Ja. Und das ist ein Fehler gewesen, den man zurückblickend einfach auch so nennen kann. Ja, meines Erachtens ist das. Weil Leute dann doch mehr studieren gehen, weil man erstmal nur die drei Jahre für den Bachelor hat und sagt, mache ich keine Ausbildung, studiere ich das. Und dann sind die erstmal weg aus dem Handwerk. Wir merken halt, dass viele zurückkommen, also die sich dann ohne die Beeinflussung von Eltern oder Umfeld eben dann wirklich dazu entschließen, Koch zu lernen oder eben ins Restaurantfach zu gehen beziehungsweise ins Hotelfach. Aber natürlich gehen uns ganz viele Mitarbeiter einfach verloren, die sagen, es ist ein super Job für zwischen dem Studium oder zur Schule, aber dann muss ich was Richtiges lernen. Wir haben leider nicht mehr das Ansehen, was wir früher genossen haben. Aber wie gesagt, es gibt nur einen Weg und der geht nach vorne. In der Einschätzung, also was das Problempersonal ist, deckt sich das mit Ihren Eltern, Schwiegereltern? Das passt sozusagen zum Ende dieses Interviews, was wir, glaube ich, jetzt einfach aus Zeitgründen leider machen müssen. Ich hätte gerne mich noch weiter mit Ihnen unterhalten. Aber das Schöne ist ja, wir machen ja weiter mit den Folgen und ergibt sich vielleicht ja nochmal die Gelegenheit, es nochmal ein bisschen weiter zu vertiefen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Wir danken Ihnen. Wir hatten uns eine große Freude gemacht gestern und war auch eine große Freude, jetzt mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören an der Stelle. Die nächste Podcast-Folge kommt in 2 Wochen und wenn man den Podcast abonniert, sogar ganz automatisch. Bis dahin. Super. Tschüss. Vielen Dank.